Wer sich ins Internet begibt, stellt sich zur Schau. Nein, doch. Seit dem Anfang des Jahrhunderts hat sich die moderne Technik in unserem Alltag eingebrannt, sodass wir theoretisch nicht mehr ohne WhatsApp oder Google auskommen können. Die modernen Algorithmen haben die revolutionäre Eigenschaft, Dinge wie Daten von Nutzern zu lernen und zu speichern. Fast alle von uns tragen diese Technik in Form eines Handys bei sich. Heute geht es um das brandaktuelle Thema. Wir alle tragen täglich Geräte wie Handys, Tablets oder Notebooks mit uns. Dennoch ist vielen Menschen unserer modernen Gesellschaft nicht klar, welche Gefahren diese Geräte und auch das Internet mit sich führen. Damit sind nicht die Gefahren des sogenannten Hacktivismus ein Problem. Bei Registrierungen auf Webseiten werden oftmals Daten wie E-Mails, Adressen oder Ähnliches an größere Konzerne verkauft, die diese Daten zum Senden von Werbung verwenden. Unser Problem ist, dass man Kinder im Internet nicht mehr alleine lassen kann, da das Internet ein Ort ist, an dem man praktisch alles sehen und tun kann. Von alten Spielen wie Tetris oder Pac-Man bis zu Spielen, die Gewaltverherrlichungen unterstützen, bis hoch zum Deep oder auch Dark Web genannt, in dem man sich ohne staatliche Überprüfung eine Handfeuerwaffe oder Ähnliches illegal erwerben kann. In der Tat. Es gibt eine aufwendige Art, sich gegen Datenhandel zu schützen, indem man die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch AGBs genannt, von den Webseiten wie zum Beispiel Facebook, Instagram oder ähnlichem durchliest, da man sich mit einer Registrierung bei Webseiten oftmals mit dem Datenhandel einverstanden geben muss. Laut einem deutschen Recht wäre es den Konzernen verboten, Datenhandel ohne Einverständnis der einzelnen Nutzer zu betreiben. Dennoch verweigern Konzerne oder Webseiten die Anmeldung, wenn man den allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch AGBs genannt, nicht zustimmt. Allerdings ist das nicht wirklich eine Alternative. Eine Studie, die im Jahr 2016 durchgeführt wurde, zeigt, dass 81% der 62 Millionen Internetnutzer Handys verwenden, um in das Internet zu kommen. Andere Internetnutzer verbinden sich mit Laptops oder Notebooks. 2/3 benutzen einen Desktop-Computer, um in das World Wide Web zu kommen. Mit rund 19 erschreckenden Prozenten wird der Smart-TV zum Zugang des digitalen Weltgiganten. 17% verwenden andere mobile Endgeräte, unter anderem Spielekonsolen oder E-Book-Reader. Aktuell vergessen viele Menschen, dass das echte Leben nicht im Internet, sondern draußen bei anderen Menschen wie Klassen- oder Schulkameraden, Arbeitskollegen oder Freunden stattfindet. Was denkst du über dieses Thema? Denkst du, dass sich das Internet in die falsche Richtung entwickelt? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare dieses Videos. Mich würde es freuen, wenn du ein Like und oder ein Abo dalassen würdest. Ich bedanke mich dafür, dass du dieses Video bis hierher geschaut hast. Somit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Okay.